herzlich willkommen zu einer neuen Geschichte aus Der Kaufmann und der Papagei. Welcome to a new story out of The Merchant and the Parrot. And as you might have noticed, this book has a jubilee this year and it's becoming 40 years old. And today I'm going to read a magic story. And it's called The Magician. But first I read it in German. Heute lese ich euch eine magische Geschichte, nämlich die Geschichte der Zauberer. Der Müller, ein Prediger, wollte für seine Frau Nüsse holen, denn sie hatte ihm versprochen, Fersenian, ein Gericht, das mit Nüssen zubereitet wird, zu kochen. In der Vorfreude auf seine Lieblingsspeise griff der Müller tief in den Nusskrug und fasste so viele Nüsse, wie er nur mit der Hand erreichen konnte. Als er nun versuchte, den Arm aus dem Krug herauszuziehen, gelang es ihm nicht. So sehr er auch zog und zerrte, der Krug gab seine Hand nicht frei. Er jammerte, stöhnte und fluchte, wie ein Müller es eigentlich nicht tun sollte, aber nichts half. Auch als seine Frau den Krug nahm und mit der Gewalt ihres Gewichts daran zog, nützte dies nichts. Die Hand blieb fest in dem Hals des Krugs stecken. Nach vielen vergeblichen Mühen riefen sie ihre Nachbarn zu Hilfe. Alle verfolgten voller Interesse das Schauspiel, das sich ihnen bot. Einer der Nachbarn schaute sich den Schaden an und fragte den Müller, wie dies Missgeschick geschehen konnte. Mit weinerlicher Stimme und verzweifeltem Stöhnen berichtete der Müller sein Unglück. Der Nachbar sagte, »Ich helfe dir, wenn du genau das tust, was ich dir sage. Mit Handkuss mache ich das, was du mir sagst, wenn du mich nur von diesem Ungeheuer von Krug befreist. Dann schiebe deinen Arm wieder in den Krug hinein.« Dem Müller kam dies erstaunlich vor, denn warum sollte er mit dem Arm in den Krug hineinfahren, wo er ihn doch gerade aus ihm heraus haben wollte? Doch er tat, wie ihm geheißen. Der Nachbar fuhr fort, »Öffne jetzt deine Hand und lass die Nüsse fallen, die du festhältst.« Dieses Ansinnen erregte den Unwillen des Müllers, wollte er doch gerade die Nüsse für seine Lieblingsspeise herausholen, und jetzt sollte er sie einfach fallen lassen? Widerwillig folgte er den Anweisungen seines Helfers. Der sagte, mach deine Hand ganz schmal und zieh sie langsam aus dem Krug heraus. Der Müller tat, wie ihm geheißen, und siehe da, ohne Schwierigkeiten zog er seine Hand aus dem Krug. Ganz zufrieden war er aber noch nicht. »Meine Hand ist jetzt frei. Wo bleiben aber meine Nüsse?« Da nahm der Nachbar den Krug, kippte ihn um und ließ so viele Nüsse herausrollen, wie der Müller brauchte. Mit größer werdenden Augen und vor Erstaunen geöffnetem Mund sah der Müller zu und sagte, »Bist du ein Zauberer?« And now in English, The Magician. The Müller, a preacher, wanted to get some nuts for his wife because she had promised to cook him Fersenian, a dish prepared with nuts. In the joy of anticipating his favorite dish, the Müller reached deep into the nut jar and grabbed as many nuts as he could reach with one hand. When he tried to pull his arm out of the jar, it was stuck. As hard as he pulled and twisted, the jar would not release his arm. He cried, groaned, and cursed as a Müller really shouldn't, but nothing helped. Even when his wife took the jar and pulled on its
with all her weight, nothing happened. His hand remained stuck in the neck of the jar. After many futile attempts, they called their neighbors for help. Everyone followed with great interest this play, which was going on in front of them. One of the neighbors took a look at the problem and asked the mullah how this accident had happened. With a pathetic voice and moans of desperation, the mullah told of the mishap. His neighbor said, "I will help you if you do exactly as I say. I promise to do everything you say if you can just free me from this terrible jar. Then shove your arm further into the jar." This seems strange to the mullah, for why should he put his arm farther into the jar when he wanted to get it out of there? But he did as he was told. The neighbor continued, "Now open your hand and drop the nuts you are holding." This request upset the mullah. After all, he wanted the nuts for his favorite dish, and now he was supposed just to drop them. Reluctantly, he followed his helper's directions. The man now said, "Make your hand very small and pull it slowly out of the jar." The mullah did this, and behold, without any trouble, he pulled his hand out of the jar. But he wasn't completely satisfied. "My hand is free now, but where are the nuts?" As that, the neighbor took the jar, tipped it over, and let as many nuts roll out as the mullah needed. Wide-eyed and with open mouth, the mullah watched and said, "Are you a magician?" So have a good Saturday and think about this wonderful story, and maybe you have experienced some miraculous stories and aha effects on your own, and you might comment them, write them into the comments just under the video. So, ich wünsche euch einen wunderbaren Samstag, und wenn ihr über diese wunderbare Geschichte nachdenkt, vielleicht fallen euch ein paar Aha-Effekte, ein paar Situationen ein, wo ihr Ähnliches erlebt habt, wo ihr völlig erstaunt gewesen seid, dann schreibt es doch gerne hier unten in die Kommentare. Und schaltet morgen wieder ein, wenn ich eine neue Geschichte lese aus Der Kaufmann und der Papagei. So, maybe see you tomorrow when I read a new story out of The Merchant and the Parrot. See you!